hallo und herzlich willkommen zurück zum Williams Let's Play. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen anders aussieht. Ganz einfach, das letzte Mal, wo ich im Spiel war, hatten wir ja McLaren gemacht. Und ja, heute steht also Williams an. Ich hatte ja auch schon mal so ein bisschen erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass diese eine lange Folge doch in mehreren Teilen über den Tag verteilt kommt. Wenn ihr euch das noch mal anhören möchtet, ich gehe jetzt nicht mehr noch mal direkt drauf ein. Im dritten Teil von dem ersten Einblick von der Premierenfolge quasi vom McLaren Let's Play habe ich das dann noch mal erklärt. Am Anfang ging die alles ziemlich drunter und drüber. Heute wird das zumindest jetzt alles ein bisschen gesitteter ablaufen. Ganz einfach, weil ich es schon von Anfang an schon in der Aufnahme auch davon ausgehe, dass ich mehrere Teile mache und ihr die über den Tag verteilt bekommt. Ändert sich eigentlich nicht viel dran, nur dass ihr halt kein komplettes Video habt, sondern Einzelteile quasi, mehrere Einzelstücke. Und ja, wie gesagt, wir wollen jetzt einmal mit Williams starten und was soll ich sagen, tun wir jetzt auch einmal. Wir gehen einmal auf eine neue Karriere. So. Mal ganz kurz mein Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Jetzt bin ich auch wieder da. Noch ein bisschen sehr laut. F1. Ein Sport, der Herzen, Kulturen und Nationen vereint. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die Toto Wolf Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. So sieht's mal aus. Ich finde es wohl lustig, diese Szene mit Toto Wolf, wie er so seinen Frust freien Lauf lässt. Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. 2021 konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Mit weniger als dem schnellsten Auto und den meisten Siegen werden sich die Silberpfeile weder in dieser Saison noch in folgenden Jahren zufrieden geben. Ich unterbreche das immer so ungern, weil es ist echt schön, dass sie auch ein bisschen was bei der Teamauswahl schon erklären und über das Team erzählen und vor allem wirklich eine komplette Sprachausgabe, du musst nichts nachlesen oder so. Das ist schon cool. So, wie gesagt, wir werden einen ziemlich schwierigen Weg gehen und zwar mit Williams. Das wird definitiv, glaube ich, nicht einfach werden. Williams ist ein legendäres Team der F1, das zu Glanzzeiten 9 Konstrukteurstitel gewinnen konnte. Die Williams-Familie verkaufte das Team im Jahr 2020. Im Jahr 2021 schlug sich Williams daraufhin relativ passabel. Am Ende reichte es dank einiger Sternstunden von George Russell in seinem letzten Jahr als Williams-Pilot für den 8. Gesamtrang. 2022 gehen Nicolas Latifi und Neuverpflichtung Alex Albon, der nach einem Jahr Pause in die F1 zurückkehrt, für Williams ins Rennen. Nun gilt es, dieses Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen und sich einen Platz im Mittelfeld der Konkurrenz zu sichern. Ja, so sieht's aus. Da sieht man halt auch, dass das langfristige Ziel, ne, ist ein Punkteanwärter. Also ich möchte die schon wieder gerne nach oben führen, nur das wird einiges an Zeit brauchen.
Und Saisonziel für diese Saison ist Platz 9. Was heißt, wir sollten auf jeden Fall hier und da irgendwo mal Punkte abstauben. Was echt schwer werden wird, auch wenn wir jetzt ja quasi eine Verjüngungskur auf extremer Basis hier durchführen möchten. Ich habe ja im McLaren Let's Play schon gemerkt, wir müssen auf die Finanzen gucken. Ich hoffe, dass ich so einen Fahrer auf jeden Fall schon am Anfang ersetzen kann, weil die aus den Verträgen rauszubekommen ist natürlich auch nicht immer so ganz günstig. Und wir schauen hier mal. Ja. Autoleistung ist bei 10 von 10. Und das ist nicht gut. Das ist anhand der Teams gemessen, nicht irgendwie nach Punkte. Noten, Punkte, Leistung, sondern das ist eher unten. Fahrerleistung ist auch nicht so dolle. Die Personalleistungen sind auch nicht so dolle. Qualität des Hauptquartiers ist zumindest auf 7. Was jetzt auch nicht so super ist, aber wir haben auf jeden Fall einen harten Weg vor uns, glaube ich. Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Latifi Fahrer Nummer 1 ist. Ich habe hier auch noch nicht wirklich was gesehen, was jetzt wirklich den Fahrer Nummer 1, Fahrer Nummer 2 Status oder so wiedergibt. Ich gehe halt immer davon aus, dass Auto Nummer 1 auch Fahrer Nummer 1 gleichzeitig ist. Würde ich aber noch nicht mal direkt wirklich davon ausgehen, weil bei McLaren war es auch so ein bisschen, ja, muss nicht unbedingt das heißen, was hier steht. Es kann auch einfach nur Auto Nummer 1 und Auto Nummer 2 wirklich sein, ohne jetzt die Fahrer irgendwie einen Rang zuzuweisen. Und hier müssen wir dann auch mal schauen, dass wir hier ein bisschen, wir müssen so vieles verbessern hier. Das werden wir definitiv nicht in der ersten Saison schaffen. Ja, guten 90er. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Was? Die Anleitung mache ich wie immer raus. Ihr könnt euch die ruhig mal reinziehen. Nur ich mag es halt nicht, von vornherein irgendwie so ein bisschen gesteuert zu werden und vielleicht Sachen zu machen, die man machen muss, nur weil es ein Tutorial ist. Aber es ist auf jeden Fall ansehenswert, weil das ganze Tutorial ist vertont und von der guten Audrey heißt sie, glaube ich, oder Audrey. Also es ist jetzt kein Tutorial, wo man immerzu nur lesen muss. Das finde ich schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich mach's nicht. So, dann sind wir einmal in unserem Homebildschirm. Ja, willkommen im Team. Die freuen sich so, mich an Bord zu haben. Das ist sehr schön. Kann ich eigentlich auch löschen? Ja, wir haben halt auch wirklich ein kleines Budget, ne, im Vergleich zu McLaren. Obwohl, McLaren hat eigentlich auch nicht wirklich viel mehr. Ich glaube, die waren bei 24 oder 25 Millionen. Okay, ich kümmere mich jetzt ganz am Anfang schon mal um die Fahrer. Und zwar restliche Vertragsdauer, 11 Monate, das ist super. Und er hat auch 11 Monate, das heißt, ich glaube, die wären nicht teuer, wenn wir die entlassen würden. Kosten für Vertragsbruch sind gerade mal noch nicht mal eine halbe Million und eine Viertelmillion, das ist gerade mal hier. Bei Latifi. Wo ihr ja bei McLaren Let's Play gesehen habt, dass bei Lando Norris hier
19 Millionen steht noch. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Und bei ihm, wie sieht es da aus? Gut, hier sind es 2,5 Millionen. Ist aber auch noch vertragbar quasi. Weil ich möchte, dann ist es kein Problem. Dann können wir wirklich von Anfang an mit den Fahrern starten, die wir brauchen. Allerdings, wenn ich... Jack Aitken ist schon 26. Krass. Selbst wenn... Verdammt, was wollte ich jetzt sagen? selbst wenn wir einen jungen Fahrer verpflichten, müssen wir sie erstmal scouten, weil wir müssen herausfinden, was sie so sich an Gehältern vorgestellt haben. Und da brauchen wir tatsächlich ein detailliertes Scouting und das dauert 30 Tage. Das heißt, die ersten beiden Rennen, oder das erste Rennen zumindest, ja, ich glaube eher doch die ersten beiden Rennen, werden wir mit unserem alten Fahrer-Duo starten. Und hier würde ich mal schauen. Ich möchte wirklich junge Fahrer bekommen. Oliver Biermann. Er ist ganz gut. Er fährt aktuell bei Prema. Er gefällt mir eigentlich. Der sieht ganz gut aus. Achso, ja klar, wir sehen nichts, weil wir nichts gescoutet haben. Der gefällt mich ja. Der ist nicht schlecht. Merken wir uns mal vor. Wir können die nämlich hier einmal markieren. Und dann finden wir sie später auch wieder. Eine 65er Wertung für einen 16-Jährigen. Ist ganz gut. Auch Zane Maloney. Sieht eigentlich ganz gut aus. Barbados. Ja, ihn merke ich mir auch mal vor. Wo haben wir ihn? Hier. Dennis Hauger. Auf jeden Fall auch. Theo Porcher, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Werde ich nicht verpflichten, weil den haben wir quasi schon mal gesehen in einem News-Video. Ist sicherlich ein klasse Fahrer, aber das verbinde ich dann irgendwie immer mit diesen News irgendwie, wo das ja 2030 stand. Das möchte ich irgendwie jetzt nicht. Den kann sich für anders schnappen. Auch Jack Doan mit einer 72er Wertung ist 19. Wäre auch nicht schlecht. Er hier ist eigentlich auch nicht schlecht. Wo ist er denn? Ja. Und 20, es klingt zwar hart, aber 20 ist mir fast schon zu alt. Klar, er hier ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Hier ist, glaube ich, der Bruder von Charles Leclerc. Und alle anderen sind mir eigentlich schon zu alt. Es wäre doch krass eigentlich mit so einem 16-Jährigen. Und wenn er nur Fahrer Nummer 2 ist. Und wir werden am Anfang mit dem tatsächlich abkacken ohne Ende. Aber der entwickelt sich richtig gut, glaube ich. Also ihn möchte ich auf jeden Fall scouten. Er ist auch sehr interessiert. Klar.
Er hat, glaube ich, jetzt Formel 3, das wäre ein guter Aufstieg für ihn. Aber der wäre schon echt klasse. Der wäre schon echt gut. Bierman, glaube ich, wird er ausgesprochen. Oliver Bierman. Wenn nicht, dann heißt er jetzt einfach so. Und Dennis Hauger, beziehungsweise ich glaube Orger oder so, wird er bestimmt ausgesprochen. Der wäre auch ein Thema. Ja, ich glaube, mit dem würden wir nicht schlecht fahren hier. Wie gesagt, hier geht es dann schon in die Richtung. Wobei Jack Doohan, der hat eine 72 für einen 19-Jährigen. Wäre das auch noch eine gute Wahl. Er wäre dann quasi der Ältere. Ja, ich würde mich gegen Hauger, ich sage jetzt einfach Hauger, fertig, entscheiden und für Doohan oder Doohan. Ja. So. Dann hätten wir die beiden schon mal, die wir beobachten. Und dann. Er war auch interessiert, ne? Ja. Muss man ja mal schauen bei Williams, das weiß man immer nicht. Liam Lawson hatte ich auch kurz überlegt, allerdings ist das natürlich schon wieder ein 20-Jähriger. Er ist viel zu alt für uns. Und nee, Quatsch. Aber mit 20 Jahren, da ist zum Beispiel der Doohan schon besser. Aber wir brauchen ja dann auch noch einen Ersatzfahrer. Na gut, da kann ich mich später drum kümmern. Alles gut. Also nein. Hätte der Aerodynamik 71. Ist auch 44. Er ist noch älter. Ich möchte schon eigentlich ein relativ junges Team haben. Natürlich ist auch klar, wenn wir jetzt am Anfang alles verändern, dann haben wir natürlich auch nicht mehr wirklich viel Kohle, um das in die anderen Bereiche zu stecken, die auch unbedingt weiterentwickelt werden müssen. Wie könnte ich ihn eigentlich ersetzen? Ah, hier noch neuen Personalscouten. Ah, okay, das wird dann so allgemein, glaube ich, sein. Ne? Ah, nee, okay. Oh. Okay. Na gut, sind ich jetzt wirklich viel besser. Er hier ist noch ein bisschen besser. Wie alt ist er denn? 39, das ist für einen Ingenieur, glaube ich, noch relativ jung. Ja. Ja. ist natürlich noch jünger, ne? Weil je jünger die natürlich sind, desto besser entwickeln die sich natürlich auch noch. Und wow, Kosten für Vertragsbruch. Ei. Das kostet ja so viel wie Fahrer. Und daher wir jetzt wirklich ein bisschen anfangs vor allem aufs Geld gucken müssen, dass wir da die Entwicklung so ein bisschen vorantreiben, würde ich das erstmal sein lassen. Wir haben allerdings für unsere Verhältnisse jetzt relativ gute Renningenieure, die würde ich erstmal behalten.
Nur er hier wird wohl irgendwann ersetzt werden. Und er vielleicht auch, mal sehen. Wo ist Patrick Head? Ah, das ist schon ein bisschen her. So, und jetzt gehen wir einmal hier in die Einrichtung. Ich glaube, hier war das. Oh, Tourzentrale haben wir relativ weit ausgebaut. Das heißt, hier kommen wir mal wöchentliche Einnahmen. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Hubschrauberlandeplatz brauchen wir eigentlich nicht. Beeindrucke Gäste und potenzielle neue Teammitglieder mit einem hochmodernen Besucherzentrum. Aha. Aha. Nee. 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 N-n. Hier, das Ding müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Das ist mega wichtig für unsere jungen Fahrer. Da ist es mir auch wirklich komplett egal, wie teuer das ist. Oh, wie lange wird das jetzt gebaut? Ah, okay. 15 Tage, das ist okay. Scouting-Abteilung, naja, die brauchen wir jetzt eigentlich am Anfang schon, aber irgendwann dann halt fast gar nicht mehr und von daher bleibt die auch dabei. Das ist natürlich auch fürs Personal nicht schlecht zur Entwicklung. Wie kostet das denn? Auch 1,5. Ja, mach mal. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir die Fabrik. Bräuchten wir eigentlich auch eine relativ gute, damit wir relativ schnell eine Entwicklung reinkriegen, weil die anderen schlafen natürlich auch nicht. Und wir müssen definitiv aufholen. Und von daher hier würde ich erstmal wirklich abwarten, wo unsere Schwachpunkte dann sind. Weil das kommt dann mit dem Testtag, mit den Aerodynamik-Testtag, glaube ich, ist das. Die Fabrik würde ich, glaube ich, schon jetzt ausbauen. 11 Millionen. Naja, wir warten erstmal, oder? Ich weiß, ich werde dieses Geld noch bitter brauchen. Was ich bei McLaren Let's Play nicht gemacht habe, ist, ob wir hier schon mehrere Teile von manchen Sachen haben. Und vielleicht auch eine Ausbaustufe schon haben, aber sieht nicht so aus. Da habe ich bei McLaren gar nicht nachgeschaut, was mir im Nachhinein dann eingefallen ist. Na, sieht man hier. Da haben wir aber nur eins. Würde ich dann... Moment mal, ist es überhaupt besser? Ich hoffe doch, müsste eigentlich. Ja, müsste. Zwei Stück. Sollten das mal reichen, da kommen auch mal drei. Nochmal jeweils für einen Ersatz. Und das baue ich dann auch gleich mal in Auto 2 ein. So, ich hätte die aber gerne mal verglichen. Ja, wir sind hier echt schlecht. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das wird erst an diesem Testtag so ein bisschen aufgeklärt. Wir können es uns hier aber schon anzeigen lassen. Da gehe ich dann wirklich später drauf ein. Ah, okay, das sind die drei Motoren, die wir zur Auswahl haben. Oh, das Energierückgewinnungssystem und das Getriebe, was wir über die Saison Verfügung haben.
Weiß gar nicht, können wir die? Ich glaube, die können wir auch verbessern. Müsste. Ich eigentlich. Oh. Falls ihr einen leichten Schlag gehört habt, das war meine Hand vor meinem Mikro. Sorry dafür. Ich will hier eigentlich keine Zeit verlieren. Großartig. Oh, hier ist schon sogar eine Aufhängung im Gange. Achso, das ist einmal die Anfertigung. Nee. Doch. Ja, das ist die Anfertigung. Entwurf haben sie noch nicht. Okay. Ja. Hier würde ich tatsächlich wieder so rangehen, wie ich es auch bei McLaren gemacht habe. Diese ganze Sache braucht ja so ein bisschen. Und das wird im April, Mai meistens so fertig sein. Da will ich mal schauen, wo wir dann im Kalender herstehen. Würde dann Miami sein. Miami oder Barcelona. So, was brauchen die denn da? Niedrige Geschwindigkeiten, Beschleunigung wäre ganz cool. Und dahingehend würde ich mein Auto entwickeln, dass wir das wirklich punktuell da und da vielleicht auch mal einen Punkt abstauben, was echt schwer werden wird, wirklich. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Was denn? So. Wir entwerfen mal ein komplett neues Chassis, natürlich. Das ist ja eigentlich ganz interessant, einen neuen Unterboden. Hier haben wir auch, wie gesagt, die Stunden zum Beispiel im Windkanal, die sind begrenzt. Deswegen sollten wir darauf achten, dass wir da nicht zu viel verbrauchen und uns das einteilen. So, dass wir da nicht ganz so schlecht werden. Ja. Probiere da so ein bisschen so ein Spagat hinzukriegen. Wir verbessern uns auf jeden Fall. Allerdings meistens nur um eine Position. Es wird halt ein harter und steiniger Weg werden, glaube ich. Das wird ein langer, langer Weg. Am 11. Mai. Wäre das fertig. Ja. Und dann würde ich sagen, wir gehen gleich auch noch mal den Frontflügel an. Hier buttern wir ein bisschen mehr rein.
das jetzt wirklich mal absolut darauf ausgerichtet, ne? Luftstrom würde ich fast so lassen, obwohl da sind wir auch noch so ein bisschen, liegen wir auch noch ein bisschen zurück. Das ist auch noch okay. Ja, wir werden Zeit brauchen, um wieder ein bisschen ranzukommen. Ach so, wir haben ja hier nicht 10 Ingenieure, sondern nur 6. Ha! 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 Ja. Das wird dann ein bisschen länger dauern, ne? Obwohl, 7. Mai kommt eigentlich genau hin. Man muss ja ein Ingenieur halt alleine arbeiten. Das ist halt manchmal so, ne? So, hier hätten wir, glaube ich, alles einmal durch. Ja. Es wird echt schwer werden, glaube ich. Zumindest in der ersten Saison. Und für 2024 sollten wir dann ein paar mehr Punkte einholen, glaube ich. Gut, bis dahin ist es noch lange hin. Wir sehen hier, Sponsor gibt uns halt viel Geld, ne? Und die Vorstandszahlung. Aber es geht halt auch einiges raus, ne? Motoren zum Beispiel. Dann für die Entwicklung. Aber wir machen, wie es aussieht, trotzdem immer ein bisschen Plus. Das ist schon mal gut. Also sollte sich das wirklich so ausgehen, dass wir den Kontostand haben am Ende der Saison, was ich eigentlich noch nicht richtig glauben kann, aber okay. Dann werden wir auf jeden Fall hier gut renovieren können, sage ich mal so, bei Williams. Aber hier haben wir auf jeden Fall einiges zu tun. Das ist Latifi, Karim raus, Albon auch. Dann haben wir natürlich jetzt erstmal für die erste Saison ein wirklich schlechtes Fahrerteam jetzt zusammen, weil das sind Jungs, die müssen komplett entwickelt werden. Das ist quasi so ein bisschen vergleichbar wie mit Haas in der Vorsaison. Da hatten sie ja damals auch auf Mazepin und Mick Schumacher gesetzt. Und das waren ja auch eher zwei Newcomer und zwei Neulinge. Sowas habe ich hier auch vor. Nur ein bisschen extremer, weil wir holen uns ja schon 16-Jährige hier rein. Aber was soll jetzt, wenn die schnell sind und irgendwann richtig schnell werden, habe ich da nichts gegen. Ich hatte ja natürlich auch das Ziel gesetzt, eine Frau reinzuführen in die Formel 1. Das Ziel habe ich immer noch. Nur kommen Frauen, glaube ich, erst dann quasi in der nächsten Saison, wenn es diese New Gen Phase gibt. Weil aktuell bin ich der Meinung, keine Frau gefunden. Allerdings gibt es die und die werden dann später auch hinzukommen. Und die würde ich dann quasi über den Reservefahrer entwickeln lassen und die auch irgendwann als Stammfahrer einsetzen. Das ist so der Plan dahinter. Aber das braucht halt ein bisschen Zeit. Aber es soll ja auch nicht nur eine Saison gehen, dieses Let's Play, sondern es geht ja dann wirklich ein Jahr lang durch, bis dann ein neuer F1-Manager kommt. Oder immer weiter danach. Wobei ich schon glaube, dass der F1-Manager, der hat ja auch eine Jahreszeit dahinter und die haben ja die Rechte bis 25 oder 24, 25, 24, 25, glaube ich. Da wird schon noch einiges kommen, glaube ich.
Ja, dann gehen wir einmal weiter. Lassen die Zeit mal so ein bisschen vorspulen. Und was haben wir denn? Wir haben neue E-Mails. Da haben wir einmal die Übersicht über unseren technischen Leiter und unseren Leiter der Aerodynamik. Hier haben wir die Sponsorenverpflichtungen. Genau. Hier können wir da quasi nicht mehr eingreifen. Erst in der nächsten Saison wieder, weil wir quasi zu spät zum Team hinzugetreten sind. Ist aber auch okay. Das übernehme ich dann nächstes Jahr. Und guten Morgen, Eddie. Wir haben über eine Party. Ach ja, die Party. Die gibt es immer. Jeden Fall. Wir müssen eine sehr hohe Moral haben, denn die wird immer weiter gesenkt, wenn wir immer letzter werden. Mit den Finanzen möchte ich jetzt wirklich erstmal nicht viel ausgeben, sondern wirklich immer Stück für Stück. Weil wir müssen neue Fahrer verpflichten, das kostet Geld. Und das möchte ich hier aber schon wirklich von vornherein machen. Bei McLaren Let's Play konnten wir es ja leider nicht. Aber Lando Norris ist doch ein bisschen teuer. Aber ich fahre auch gerne mit Lando weiter, weil zumindest erstmal. Das Ziel bleibt natürlich beim McLaren Let's Play, zwei deutsche Fahrer an den Start zu bringen. Aber erstmal lasse ich mich da auch nicht schlagen, wenn der weiterfährt, ne? So, was haben wir denn hier? Testergebnisse nach Bahrain. Genau, das meinte ich. Hier kriegen wir dann einmal so einen kleinen Testbericht, ne? Und wo wir auch im Vergleich zu den anderen stehen. Was nicht sehr gut ist. Und dann haben wir hier einmal die Rennvorbereitung. Und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hin. Da müssen wir, hier können wir einmal alles einsehen, was ich wirklich genial finde, weil man hat hier so viele Sachen, die man einlesen kann und einsehen kann. Finde ich mega. Zeitliche Erwägung für Safety Car zum Beispiel. Also ganz ehrlich, das Ziel für das erste Rennen wird bei mir wirklich sein, nicht letzter zu werden. Das ist bitter, aber das ist halt einfach so. Weil wir haben mit Abstand das schlechteste Auto im Feld. So, hier kann man auch so ein bisschen die historischen Sachen einlesen. Zum Beispiel hier letzte Rennergebnisse oder auch die historischen Ergebnisse. Quasi die Sieger von den letzten Jahren. Und da hatte Lewis Hamilton eine ordentliche Serie aufgestellt hier. Und so weiter. Wie sieht es denn mit dem Wetter aus? Ah, vielleicht haben wir eine Chance auf Regen. Das könnte natürlich auch noch mal ein bisschen was durcheinander spülen. Wir werden niemals das Q2 erreichen. Keine Chance. Soll ich einen ausgeben? Kann ich das überhaupt? Achso, mindestens Platz 15. Können wir vergessen. Also wenn da nicht der Safety des Fates ausscheidet, werden wir das im ersten Rennen nicht erreichen. Schnellste Rennrunde. Wollen die mich verarschen? Das wird alles nix. Na toll. Na toll. Nein. Das ist alles in Ordnung.
dann würde ich sagen, wir starten hier in dem ersten Teil schon mal in das freie Training. Und fahren uns mal das Setup raus. Ich weiß nicht, wir sind ja jetzt hier gerade bei der Strecke. Wir haben Strecke gerade gesehen. Willkommen auf dem F1 Archipel. Moment. Bahrain mag vielleicht klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade riesige Stimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Meine Damen und Herren, das ist F1. Nein, das ist der F1-Manager von Frontier. So viel Zeit muss sein. Ach ja, diese Stimme. Ich finde diesen Kommentator echt geil. Warum das so ist, habe ich im McLaren-Let's Play erzählt. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Was mache ich? Was mache ich? Einfach mal fortfahren. Das wäre ganz günstig. Ja, 15 Runden ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt hier. Damit wir das Setup mal ein bisschen rausfinden. Ja, das passt. So, Training 1 verwalten, diese Session simulieren. Nein, wir verwalten es, weil wir brauchen nämlich ein schönes Setup. Radio check. Copy, radio check. So, wir schicken beide mal raus. Achso, ich war eben noch vor diesem kleinen Intro noch dabei, was zu sagen wegen den Strecken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was so eure Lieblingsstrecken sind. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal ein bisschen F1 gespielt oder so. Und ich zumindest schon. Und also, ich bin schon seit Jahren wirklich... Ich könnte die fast mit verbundenen Augen fahren, zum Beispiel, ja gut, mit verbundenen Augen nicht, ganz ruhig. Aber meine Lieblingsstrecken sind definitiv einmal dieser Bahrain Grand Prix, aber noch nicht so sehr lange. Finde ich aber irgendwie cool. Dann Melbourne. Melbourne finde ich mega. Ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ich finde einfach, es macht Spaß, die zu fahren. Und Montreal. Das sind so meine drei Favoriten, die sich so über die Jahre bei mir eingebürgert haben. So. könnt ihr mal reinschreiben, was so eure Favoriten sind an Strecken? So, das blenden wir mal aus. Hier mache ich im freien Training immer gerne mal so ein bisschen Zeitraffer, weil ganz einfach, hier geht es wirklich nur darum, das Setup rauszufahren. Und in der Quali und im Rennen ist das natürlich größtenteils tabu. Im Rennen vielleicht immer mal wieder auf Länge 2 mal 2 oder auch hier und da auch vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich möchte ich eigentlich gerade bei spannenden Duellen, na egal. da schon es meistens in Echtzeit laufen lassen. Hier sehen wir zum Beispiel auch, dieses kleine Kästchen ist dafür da, um diese 5 Sachen rauszufinden, oder ist die Anzeige dafür, dass dass der Fahrer quasi das Gefühl für diese Sache schon rausgefunden hat oder noch nichts darüber weiß. Idealerweise ist es natürlich so,
Okay. Haben da die Räder blockiert? Ja, haben sie. Idealerweise ist es natürlich so, dass man in einem Stint dann wirklich alle 5 Sachen rausfindet und die dann so ein bisschen anpassen kann. Ne? Jetzt sehen wir hier den Williams. Das ging viel zu weit. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Oh nein! Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen, was da draußen passiert ist. Hat er das Auto abgestellt? Nee, ne? Nein. Ah, da blockieren die Räder. Oh je. Also ich hatte es, glaube ich, bei McLaren Let's Play nicht einmal gehabt, dass irgendwie die Räder blockiert haben bei irgendeinem Fahrer. Deswegen, das wird es, glaube ich, hier häufiger passieren. Oh, Albon ist gar nicht so schlecht unterwegs. Das heißt, nicht schlecht unterwegs, wir sind am Ende des Feldes, ne? Aber vielleicht können wir die Aston Martin ein bisschen ärgern. Das würde ich schon ganz cool finden. So, jetzt haben sie 3 der 5 Punkte herausgefahren. Back on the car. Ja, ist fertig. Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto. Das ist sehr gut. Ah, da haben wir auch noch ein bisschen Luft nach oben dann. So, dann kommen wir jetzt mal rein. Okay. Yeah, it's fine. Okay. Ah, okay. Da sieht es schon besser aus. Na, dann schauen wir mal, was hat er denn rausgefunden? Bremsstabilität ist schlecht. Traktion ist schlecht und die Geraden sind schlecht. Das Gute ist auch, Leute, mein Gedächtnis ist relativ schlecht. Ich weiß also auch nicht mehr, was ich bei McLaren eingestellt habe und daher wir die Setups, wie es aussieht, nicht speichern können. Zumindest habe ich es noch nirgendwo gefunden. Da wird es immer wieder ganz spannend, das neu rauszufinden. Das war eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir mal mit Latifi wieder raus. Obwohl, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall... Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch in der Session? Ach komm, der soll den weichen Reifen gut hernehmen. Jawohl, der ist schon fast am Ende, ne? Wenn wir jetzt nochmal 15 Runden gehen, dann ist der am Ende, dann ist der durch. Das macht also keinen Sinn. Ja, nehmen wir Medium. Bei den harten möchte ich dann wirklich ganz gerne ein P2 nehmen. Ja, wir haben noch über 40 Minuten Trainingszeit. Das geht auf jeden Fall mit dem mittleren Reifen, mit dem Mediums. So, was ist denn bei dir los?
Ja gut, also so gut kann sich das Auto eigentlich nicht anfühlen. Ah. Schauen wir mal, was er jetzt sagt. Er geht auch auf Medium. So, die Fahrzeuge müssen jetzt erstmal wieder konfiguriert werden. Das dauert doch mal ein bisschen. Finde ich aber ganz gut. Weil klar, da müssen viele Umbauten vorgenommen werden. Das freie Training ist halt immer so ein bisschen langweilig, aber es muss halt sein, um die Setups rauszufinden. Viel ist da aber nicht los. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Ja, waren wir uns wieder? Nee, wir waren es nicht. That's a VSC. Yep, copy. Es gibt ein Virtual Safety Car auch im Training, echt? Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Achso. Das ging noch ein bisschen zu weit. Okay. Jemand ist von der Linie abgekommen. Nein, mach Sachen. Ein Car Balance Feedback, One Capacity. So, good for me. Yeah, yeah, sehr gut. Copy. Das ist doch sehr gut. Auto fühlt sich für mich ziemlich gut an. Okay. So, wir schauen mal. Oh ja, das hat sich viel getan. Ist natürlich die Frage, was haben wir das letzte Mal verändert, um dann noch näher dran zu kommen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, bei 82, das ist doch schon mal gut. Ja, vielleicht kann er noch einmal rausfahren. Es wird auf jeden Fall knapp, weil es müssen erstmal die Änderungen vollzogen werden. Ach, habe ich sie noch gar nicht reingeholt? Oh,
natürlich nicht so gut. Oh, 3 auf großartig. Aber nicht so gut wie bei Latifi. Da geht auf jeden Fall noch was. Dann würde ich die Geraden noch ein bisschen mehr nehmen. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen zurück. Da nehme ich auch die Geraden auch wieder raus. Ja, das war sehr klug. Ah, nee. Das ist doof. Ja, kann ich eigentlich nur hier machen. Dann verschiebt sich das, was großartig ist, allerdings etwas wieder. Kennt ihr das, wenn man das verschlimmbessert? Alles eigentlich schlimmer. Ja. Wir probieren es einfach mal so. Es kann aber sein, dass das nichts wird. Dass das eher noch schlimmer geworden ist. Das finde ich halt auch gut, ne? Man kennt das ja auch so aus der Formel 1, wenn die Fahrer dann sagen, ja, wir haben nochmal was verändert am Setup und es ging aber in die falsche Richtung. Finde ich gar nicht so schlecht. Na komm, schick mal nochmal raus. Es ist zwar nicht mehr lange. Bei Albon wird es wahrscheinlich nichts werden. Okay, Session ist zu Ende. Und wir sind zwar letzter, aber nicht doppelletzter. Das heißt, ich glaube, im Rennen haben wir zumindest eine kleine Chance, Anschluss zu halten und auch nicht letzter zu werden. Das wäre schon ganz cool. Ich weiß jetzt, wie sich Haas in der letzten Saison gefühlt hat. Das ist echt nicht schön. Oh, Verstappen war erster, dahinter Charles Leclerc und Carlos Sainz und dann Sergio Perez. Dahinter die beiden Mercedes, dann Valtteri Bottas und Alfa Romeo, Gasly, Alfa Tauri und Wang Yongju oder Zhu Wang Yu, Alfa Romeo. Ich würde jetzt auch sagen, hier machen wir jetzt erstmal einen Cut. Die nächste Folge kommt auf jeden Fall. Entweder, wenn ich das Video heute Abend noch, also am Freitagabend noch hochlade, kommt sie dann morgen, die nächste Folge. Oder aber, wenn es tatsächlich dann so ist, wie es eigentlich jetzt geplant hat, war, dass alles dann am Samstag kommt, dann wird diese Folge jetzt quasi frühs sein. Dann wird nochmal am Mittag eine kommen und nochmal am Abend eine. Na? Und dann geht es, wie gesagt, ganz normal weiter ab Montag mit den normalen Let's Plays. Dass dann immer eine Folge am Montag kommt. Hier zu dem Williams Let's Play am Montag und am Donnerstag. Und dann halt beim McLaren Let's Play am Dienstag und am Freitag kommt. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Auch wenn es jetzt so ein bisschen chaotisch zuging. Auch beim McLaren Let's Play leider. Und ja, abonniert den Kanal. Lasst ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwie was auf der Seele brennt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.